Ja, moin Leute, das hier ist das Honor 8 und vor allem in diesem Blau funkelt das Ding mehr als der Verlobungsring von Kim Kardashian im Sonnenlicht. Für ein Smartphone, was in der Mittelklasse auch vom Preis her angesiedelt ist, sieht das Ding einfach richtig, richtig gut aus. Wir haben 2,5D, in Anführungszeichen abgerundetes Glas und Aluminium, eine geile Verarbeitung, das Ding hat man einfach wirklich gerne in der Hand. Und es kommt auch in Schwarz, Weiß und Gold. An der Seite gibt es dann einen Dual-SIM-Karten-Slot oder man kann statt einer SIM-Karte auch eine SD-Karte einlegen, das ist bis 256 GB und kann sich sozusagen entweder entscheiden, will ich zwei SIM-Karten oder lieber mehr Speicherplatz haben. Auf der Rückseite gibt es dann einen Fingerabdruckscanner, der sehr, sehr schnell arbeitet, wie wir das ja auch von Huawei kennen, weil Honor ist ja eine Untermarke von Huawei. Und das ist auch gleichzeitig eine klickbare Taste, die man mit Gesten benutzen kann, also ein Smart Key. Zum Beispiel kann man doppelt oder dreifach draufdrücken oder einfach lange halten, kann man alles einstellen und dann können spezielle Apps da starten. Und die ganzen Funktionen, die hier in teuren Huawei-Smartphones vorkommen, kommen auch hier vor in diesem günstigen Gerät und das ist echt nice. Auf der Vorderseite haben wir dann ein 5,2 Zoll Full HD IPS Display, was den DCI-P3 Farbtraum abdecken soll. Das heißt einfach nur, es sieht schöner aus. Und naja, es hat eine sehr gute Helligkeit, die Blickwinkel sind aber nicht so super gut, gehen aber in Ordnung, wenn man den ja, Mittelklassepreis bedenkt. Die Farbtemperatur ist vielleicht für manche ein bisschen kühl eingestellt, kann man aber persönlich anpassen, wie einem das am besten gefällt. Und es gibt auch alle iOS einen Augenschutzmodus für abends, was ziemlich nice ist. Auf der Rückseite finden wir dann zwei 12-Megapixel-Kameras analog dem Huawei P9, was ich auch schon getestet habe. Und damit kann man ein paar Fotos machen, wo man zum Beispiel im Nachhinein die Schärfe setzen kann. Es gibt einen Laser-Autofokus, es gibt Dual-LED-Blitz, leider keine optische Bildstabilisierung, genauso wie auch kein 4K. Dafür gibt es Full-HD-Video bis 60 Bilder pro Sekunde. Die haben eine gute Qualität, nicht unbedingt sehr gut, es ist ein bisschen wenig Kontrast, ein bisschen wenig Sättigung. Im Dunkeln gibt es ein leichtes Rauschen, obwohl das auch total in Ordnung geht, vor allem wenn man den Preis bedenkt. Die Kamera hat viele Einstellungen und da kann man auch viel, viel einstellen. Es ist keine schlechte Kamera, ist nicht die beste, also man merkt den Preisunterschied zu einem teureren Handy zum Beispiel. Aber die Frage, die sich mir stellt, warum zwei Kameras? Eine davon ist monochrom, eine davon farblich. Man kann die monochrome Kamera aber nicht einzeln nutzen, also es gibt keine Funktion wie bei Huawei P9. Also verstehe ich nicht ganz, warum die zweite Kamera an sich da ist. Nur für den Fokus? Ich weiß nicht, erschließt sich mir noch nicht ganz so. Und dann gibt es da einen 8-Kern-Prozessor, der das Ganze bewerkelt. Im Endeffekt ist es nicht so wichtig, was das genau ist, weil das Ding läuft und es ist eigentlich genau das, was man heute erwartet. Es ruckelt nicht. Mehr muss man dann eigentlich nicht wissen. Ganz anders ist es beim Lautsprecher, denn der ist nämlich so, naja, ich sag mal, das geht heutzutage besser. Das Ding ist unfassbar schrill. Es ist nicht leise, aber einfach kein Genuss zum Anhören. Auch nicht sehr laut, klingt einfach nicht wirklich schön und ist einfach, ja, hier merkt man halt, dass das Handy nicht so teuer ist. Auf dem Gerät läuft Android 6.0 Marshmallow mit der Emotion UI 4.1 und das ist sehr ähnlich allen Huawei Smartphones, inklusive aller Knuckle Sense Funktionen. Das Design muss man mögen, es ist Bloatware installiert, also Spiele, die kann man aber deinstallieren. Und damit, ja, wenn man es mag, wird man hiermit gut zurechtkommen. Der Akku ist 3000 mAh groß, unterstützt Fast Charging und es gibt auch ein Schnellladegerät dazu und er hält ohne Probleme einen Tag durch, was ja dann das Handy eigentlich sehr verlässlich macht, sage ich mal. Und ja, im Endeffekt ist es so, das Handy sieht von außen aus ein bisschen wie so eine Mischung aus iPhone 6 und Samsung Galaxy S7, aber von innen her ist es keine große Innovation. Es gibt nichts, was irgendwie groß neu ist oder was groß verändert, aber für den Preis ist es halt wirklich super. Ich kann es einfach nur empfehlen für den Preis, wenn man das Ding zum Beispiel verschenken will oder sich zu Weihnachten gönnen möchte. Ich weiß, dass ich ein bisschen spät dran bin mit dem Review. Das Gerät kam ja jetzt schon Ende August auf den deutschen Markt, aber Honor kam auf mich zu und meinte, hey, hier, du kriegst das Gerät, du testest das, alles deine Meinung. Also mir wurde nichts gesagt, was ich irgendwie da reinpacken soll, das ist komplett meine eigene Meinung, das Review. Mir wurde nur gesagt, am Freitag, den 25.11., Black Friday, gibt es Black Friday Deals. Und diesen möchte ich hier mal, da möchte ich euch mal drauf hinweisen. Also diesen Freitag wird es das Gerät nochmal eine ganze Ecke günstiger geben. Und Honor wollte mir noch nicht sagen, wie viel es genau ist, das gibt es dann am Freitag. Ich werde das auch nochmal dann auf Twitter und Facebook posten, wo ihr das dann ja sehen könnt, dass es das Gerät eben günstiger gibt. Da könnt ihr einfach nochmal vorbeischauen, aber am Freitag, diesen Freitag, gibt es das günstiger und da kann man das vielleicht dann für Weihnachten für jemanden kaufen, wenn euch das Gerät zusagt. Von mir kriegt das Gerät auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich bin sehr begeistert von dem Ding. Also ich meine, für den Preis, was man hierfür bezahlt, kriegt man echt ein gutes Paket Smartphone, was auch wirklich durch dieses Blau wirklich gut aussieht. Also ich mag das Aussehen. Mochte ich schon, als es rauskam. Genau. Ja, das ist es soweit zum Honor 8. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zugucken wie ich beim Machen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann
gebt gerne ein Like oder abonniert, falls ihr noch nicht habt. Genau. Also bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.